Ja. Oh, schöne Frage. Ach, schwierig. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Die ist ja einfach zu beantworten, die Frage. Boah, schwierig, ne? Entweder oder. Hallo, ihr Lieben. Es ist Samstagnachmittag, der Laden ist zu und es ist Videozeit. So, wir haben euch ja versprochen, dass es wieder öfter Videos von uns kommen. Und von daher haben wir uns gedacht, machen wir doch heute einfach mal ein Entweder-Oder. Hat sich der Nico so überlegt. Genau, statt mal so ein FAQ oder sowas zu machen, stand auch auf der Liste bei uns, machen wir ein Entweder-Oder. Ich stelle Markus Fragen und er muss sich für eine der beiden Optionen entscheiden. Ich habe jetzt einfach mal, ich glaube, 25 oder 26 Fragen vorbereitet zu allen möglichen Thematiken von Sachen, die wir hier so anbieten, die wir alle im Hobby irgendwo pflegen. Und wir gucken einfach mal, was Markus' Meinung dazu ist. Vorneweg vielleicht, das ist jetzt quasi ein bisschen entkoppelt von einem Verkaufsgespräch, sondern es ist seine persönliche Meinung für dich als Hobbyist. Das heißt nicht, dass irgendwelche Produkte, falls mal was kommt, A und B, eins besser oder schlechter ist als das andere, nur halt für dein Bauchgefühl, wo sagst du, das würdest du jetzt wählen. Genau, ich gebe einfach mein Feedback zu den jeweiligen Sachen, so wie ich denke und wie ich, genau, das ist kein Bewerten von irgendwelchen Produkten, genau. Sozusagen, genau. Und gut. Ich mag ja eh solche Entweder-Oder-Fragen lieber wie diese Ja- oder Nein-Fragen, weil Ja- oder Nein ist immer ganz schwer für mich. Das ist immer, ja, das wir hatten ja schon Oase oder Red Sea. Red Sea oder Oase? Ei, schwierig. Da geht's schon los. Genau. Nein, von daher, Entweder-Oder finde ich viel besser. Bin gespannt, wie oft du dich rauswindest und einfach sagst, so, naja, also beides. Irgendwann später. Oder die Kombination vielleicht? Weil ich bin auf die Fragen gespannt. Also ich kenne die Fragen nicht, ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Ich lasse mich echt überraschen. Jetzt mit der ersten Anfang. Einsiedler oder Schnecken? Primär am Meerwasser jetzt. Das ist für mich eine ganz klare Sache. Schnecken. Weil ich mag definitiv Schnecken viel, viel lieber wie Einsiedlerkrebse. Einsiedlerkrebse sind toll, die sind schön zu beobachten, die machen was her am Becken. Die sind immer auf Achse, aber die haben halt auch viele Nachteile. Und das ist das, was mich immer so ein bisschen von Einsiedlern wegbringt. Eher hin zu Schnecken. Das Problem ist, Einsiedlerkrebse machen viel Unfug. Die randalieren. Also zumindest, wenn ich größere Arten von Einsiedlerkrebsen habe. Die schmeißen dir Korallen durch die Gegend, ne? Oder auch Steine etc. Die ja, killen gerne Schnecken, weil sie einfach die Häuser wollen, beziehungsweise auch das Fleisch der Schnecken. Ne? Dann töten sie dir die Schnecken. So schön diese sind, aber sie machen mir zu viel Unfug. Von daher lieber Schnecken. Die machen keinen Schaden. Die beseitigen mir Algenbelege. Randalieren nicht, schmeißen nichts durch die Gegend. Also ein absolutes Ja zu Schnecken und eher Nein zu Einsiedlerkrebsen. Sorry für alle, die Einsiedlerkrebse mögen. Ich glaube, die wird auch ziemlich einfach. Korallen oder Fische? Ja, klares Korallen. Also ich mag auch Fische, ne? Keine Frage. Gehören auch zum Meerwasserbecken für mich dazu. Alleine auch von der Belastung. Ich muss ja irgendwo ein bisschen eine gewisse Grundbelastung ins Becken bringen. Aber mein Fokus liegt definitiv auf Korallen. Hatte ich das auch zur Meerwasseraquaristik gebracht? Oder war ja, da? Okay. Definitiv. Also Korallen haben mich definitiv zur Meerwasseraquaristik gebracht. Fische ist ein schönes Beiwerk, auch schön. Aber das sind die Korallen. Okay. Ja. Lebendgestein oder Carib Sea? Oder jedes Kunstgestein mit Überzug? Oder die Kombination vielleicht? Ach, jetzt sind wir schon beim Tricksen. Ja, jetzt sind wir schon beim Tricksen. Dann lass mal den Verkäufer raushängen. Das ist so. Ja, ihr wisst schon alle, dass ich ein Fan von Lebendgestein bin und das wird auch immer so bleiben. Also von daher werde ich immer bei Lebendgestein bleiben. Ein paar Sekunden später. Weil die Erfahrungswerte einfach die besseren sind mit Lebendgestein. Natürlich muss ich sagen, haben wir jetzt in letzter Zeit auch viele Becken mit Carib Sea Gestein oder auch mit anderen Gesteinen. Ich kann ja auch, nur jetzt mal um zu nennen, von Arca zum Beispiel, das tote Riffgestein. Es gibt ja auch viele andere Hersteller noch. Damit arbeite ich auch und das klappt auch super und das funktioniert auch. Ne? Aber Lebendgestein ist Lebendgestein. Ich kriege damit ein Becken besser zum Fahren, zum Einfahren. Ich kriege eine stabilere Beckenbiologie hin, meiner Meinung nach. Wie gesagt, Kombination ist auch okay. Ne? Haben wir jetzt die Tage erst wieder gemacht. Wir haben ein schönes großes Becken eingerichtet. Ein 850er Reefer. Und da habe ich 90% Totgestein genommen. Ne? Und habe ein paar Kilo Lebendgestein einfach zum Animpfen noch mit dazu getan. Und das funktioniert auch super. Und da muss ich nicht ganz so viel Lebendgestein verwenden. Also Bauchgefühl sagt Lebendgestein und Hauptsache keine Riffkeramik. Ja,
Also ich bin kein Freund von Riffkeramik. Muss ich ganz ehrlich immer wieder sagen, auch wenn mich Leute fragen, und warum denn ich bin kein Freund von Riffkeramik. Weil es auch für mich optisch nicht natürlich aussieht. Es sieht gekünstelt aus. Das ist, weiß ich nicht, als ob ich da Lego ins Becken stelle. Es tut mir leid, aber mir gefällt Riffkeramik nicht. Aber das ist Geschmackssache. Süß oder Meerwasser? Die Frage ist mega einfach zu beantworten. Für mich persönlich natürlich Meerwasser. Ja. Süßwasser ist natürlich auch mega schön, macht auch Spaß, aber Meerwasser ist einfach meine Leidenschaft. Ganz einfach. Hier waren wir lange nicht mehr. Ja, das stimmt. Zur Zeit ist man wieder hier sind. Deshalb aber es kommt ja bald was dazu. Ja. Deshalb mal eine Terroristikfrage. Ja. Leopardgecko oder Bartagame? Bartagame. Okay. Ja, weil ich einfach mehr davon habe, sage ich jetzt einfach mal. Weil, also von der Pflege, vom Aufwand sind ja beide relativ entspannt, sage ich mal. Ne? Aber von der Bartagame hast du halt auch tagsüber immer was. Und die findest du dann halt auch aktiver. Ne? Leopardgecko ist halt einfach dämmerungsaktiv bzw. nachtaktiv. Da habe ich weniger davon. Wobei von der Schönheit finde ich eigentlich ein Leopardgecko fast schöner wie eine Bartagame. Ne? Einfach von der Farbe, von der Musterung. Aber mehr haben tue ich von der Bartagame. Ja. Deswegen bin ich wahrscheinlich eher bei Bartagame. Okay. Ja. Online-Geschäft oder Ladengeschäft? Ah, ist auch wieder so eine Frage. ja. Ladengeschäft. Tatsächlich? Ja, Ladengeschäft, weil einfach du hast hier den Kontakt mit den Leuten, die Gespräche. Ich habe hier meine Aquarien, an denen ich tagtäglich rumhandwerke. Ja, definitiv Ladengeschäft. Also online ist auch cool, online macht auch Spaß, gerade wenn man sieht, wie es jetzt auch wächst. Aber ja, was tust du online? Ne? Ja, Pakete im Hintergrund packen und es ist auch schön, es ist schön zu sehen, wie es wächst, aber wie gesagt, hier live vor Ort im Geschäft ist, macht mir mehr Spaß, definitiv. Stimmt, ich habe noch vergessen, dass du halt auch deine Aquarien hier hast. Das ist ja auch nochmal, eigentlich dein Hobby lebst du halt wirklich nur hier aus, in diesen Räumen. Ja, ja. Deswegen online auch schön, aber Ladengeschäft definitiv meins. Innenfilter oder Mattenfilter? Oh, schöne Frage. Oh, danke. Ja, tatsächlich. Weil fand ich auch gar nicht so einfach. Ja, ich muss auch kurz überlegen. Weil ich sag mal, das Prinzip ist ja ähnlich, dass du natürlich bei einem Mattenfilter hast du eine, je nachdem wie der Mattenfilter aufgebaut ist, hast du aber eine deutlich größere Filteroberfläche. Also an sich finde ich, muss ich ehrlich sagen, ein Mattenfilter eine feine Sache. Ich habe früher, wo ich noch viel Süßwasser, ich habe ja früher auch mal Diskusse gezüchtet und noch viele andere Artenfische gezüchtet, habe ich sehr, sehr viel mit Mattenfilter gearbeitet. Hat diesen riesen Vorteil, dass du eine enorm lange Standzeit der Filter hast. Also ich habe teilweise die Mattenfilter, die liefen mir manchmal 2 bis 3 Jahre am Stück, ohne dass ich überhaupt angefasst habe. Das fand ich oder finde ich immer noch sehr, sehr gut. Also da bin ich tatsächlich eher bei Mattenfilter. Mhm. Ich dachte, wenn ich Außenfilter sage, wird es klarer. Dann wäre ich zumindest halt für einen Außenfilter. Ja, ich auch, definitiv. Dann wäre ich auch bei Außenfilter. Genau. Aber Mattenfilter und Innenfilter ist halt echt so, wo ich denke, okay, so ein Hamburger Mattenfilter basteln oder was da rein, ist eigentlich immer nie verkehrt. Nee, finde ich auch. Also es ist eine alte Methode von früher halt. Das hat man ja früher viel so gemacht, aber auch eine Methode, die super gut funktioniert. Also doch, Mattenfilter auf jeden Fall. Bin ich dafür, ja. Okay. Petronus? Oder Aquareptilworld? Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Also Aquareptilworld, da hängt ja immer noch mein Herz dran, weil das einfach wir 18 Jahre lang Aquareptilworld hießen und unsere Firma damals so gegründet haben. Trotzdem muss ich sagen, Petronus. Weil in Petronus sehe ich so viel Zukunft und auch das, was wir noch vorhaben. Und es macht mir so viel Freude, das auszubauen und ja, schon Petronus. Kaiser oder Doktorfisch? Kaiser. Aber definitiv. Das geht schnell. Ja, schon, weil Doktoren wunderschöne Fische sind, aber für mich einfach die meisten Arten zu groß werden und es ist immer schwierig, da die artgerecht bzw. verhaltensgerecht zu beherbergen, ganz einfach. Mhm. Und das kann ich mit Zwergkaisern deutlich einfacher, weil sie einfach nicht so groß werden, auch wunderschön sind. Von daher bin ich schon eher Richtung Zwergkaiser, weniger Doktor. Mhm. Ich filme nochmal drauf. Ja. Wolltest du mir jetzt was sagen damit? Ich fand es einfach nur schön, dass der einzige größere oder sehr ins Auge gefallene Fisch bei dir halt einfach Kaiser ist. Ja, den gelben Hawaii-Dog habe ich auch geerbt, mehr oder weniger. Mhm. Deswegen schwimmt er auch bei mir im Becken. Aber ich bin trotzdem eher bei Kaiserfischen.
Nee, ist okay. Legitime Antwort. Ich fand's einfach nur lustig, dass wir genau hier stehen und dann. Ja, der gelbe Dock schwimmt vorbei. Es gibt auch gar keinen Kaiser in dem Becken, oder? Nee, tatsächlich nicht. Das ist immer so eine Sache mit Kaisern. Wie gesagt, ich bin eher für Kaiser. Wobei auch Kaiser ist immer so eine Sache, weil natürlich viele Zwergkaiser auch gerne an Polypen pickern. Mhm. Und gerade wenn du so wie ich jetzt hier sehr akroporenlastig bist, ja, da hast du halt viele Arten, die einfach an Korallen knabbern. Und das Risiko möchte ich einfach jetzt hier gar nicht eingehen. Und deswegen kommen jetzt auch keine Zwergkaiser hier rein. Bare Bottom oder Sand im Meerwasser? Ja, da bin ich definitiv bei Sand. Das, wie gesagt, das ist auch so ein Thema, wo sich die Leute drüber streiten, beziehungsweise streiten, aber wo die Meinungen sehr auseinandergehen. Ich mag schon Sand, weil es einfach für mich natürlicher wirkt. Ne? Und ich auch vielen Tieren die Möglichkeit bieten kann, ihr normales Verhalten auszuleben, ganz einfach. Ne? Also wenn ich jetzt grabende Schnecken, grabende Sterne etc. Und das sind ja auch sehr interessante Tiere, die ich auch gerne im Becken sehe. Und das kann ich halt nicht machen, wenn ich keinen Bodengrund drin habe. Von daher, und natürlich mache ich die Schicht jetzt keine 5 oder 10 cm hoch, das würde ich jetzt auch nicht machen. Aber so eine feine Bodengrundschicht, ja, bin ich absolut Fan davon. Würde ich jeden meiner Becken machen. Wir sind zurück im Süßwasser. Salmler oder Barbel? Salmler. Das ging ganz schnell. Ja. Weil Salmler einfach für mich die ruhigeren, entspannteren Fische sind. Ich hätte bei Barben aber auch Bärblinge reingezählt, wenn es um Ruhe geht. Ja, gut. Weil im Prinzip sind es auch Barben. Ja, das stimmt. Im Prinzip also, im weitesten ja, Sinne. Ja, wenn du natürlich jetzt Bärblinge oder gerade kleine. Aber ich glaube, dann überwiegt es, weil Barben schließt die anderen auch mit ein. Ja, also wie gesagt, Salmler steht auch. Okay, ja. Okay, alles klar. Ne, weil es, wie gesagt, einfach für mich die schöneren, entspannteren, ruhigeren Fische sind. Klar, gibt es auch Bärblinge, die im Nano-Bereich ganz ruhig, ganz friedlich sind. Nee, aber schon Salmler. Alles klar. Ja. Zurück zum Meerwasser. Ja. Technikbecken oder ohne Technikbecken? Technikbecken, eindeutig Technikbecken. Wobei, wie gesagt, es funktioniert beides. Es funktioniert auch im Aquarium. Hatte ich heute erst das Thema mit dem Kunden hier, der sein Meerwasserbecken mit einem Außenfilter betreibt. Auch das funktioniert. Aber ich habe einfach mehr Möglichkeiten. Wenn ich ein Technikbecken habe, bin ich freier für Sachen, die ich eventuell noch zusätzlich anbringen kann, ohne mir das ganze Becken zu verschandeln, oben, indem ich alles da oben reinstopfe. Also von daher definitiv Technikbecken. Panzerwels? Ja. Oder Harnischwels? Ui, Panzerwels. Panzerwels? Definitiv. Ich bin eher Fan von Panzerwelsen. Ja. Ich finde die irgendwie, weiß ich nicht, ich finde die irgendwie toller, ich finde die irgendwie knuffig. Ja. Ja. Die haben was Süßes. Ja, definitiv. Ja, und wenn du da so eine Gruppe Panzerwelse hast, da gibt es ja so tolle Arten. Ja. Gerade auch für die Nanobecken, die ganzen Zwergpanzerwelsarten, Haprosus, Hastados, Pygmäus, die sind so toll, die haben so ein tolles Verhalten, die machen richtig Spaß. Mhm. Da bin ich, muss ich ehrlich sagen, eher bei, weil die auch einfach aktiver sind, finde ich, mhm. Und du hast mehr von den Tieren. Also ja. Ein Harnischwels ist auch schön, keine Frage, aber der hängt halt, wie er hängt. Und der hängt auch mal 3 Stunden, wie er hängt. Ne? Und nee, da bin ich eher wirklich bei Panzerwelsen. Okay. Ich mag den Nutzen von Panzerwelsen auch einen Tick mehr, muss ich zugeben. Weil Harnischwelse, ich muss sie eher zufüttern oder mein Futtersortiment noch mal ein bisschen drauf anpassen. Ja. Bei den meisten allgemeinen Futtermitteln, die viel auch fleischliche Natur sind, sag ich mal, oder insektenlastiger, sind die Panzerwelse halt total mit dabei. Und vertilgen einfach wirklich mal überschüssiges Futter am Boden weg den ganzen Tag. Finde ich super. Also nützt mir immer sehr viel. Das sehe ich genauso. Genau, die sind wirklich super Resteverwerter am Boden, erhalten den schön sauber. Bin ich auch wirklich eher für Panzerwelse. LED oder T5? Also ich hätte jetzt an sich eigentlich T5 gesagt, ehrlich gesagt. Ich weiß. Also im Meerwasserbereich definitiv. Wobei ich auch sagen muss, ich rutsche jetzt immer mehr in die LED-Richtung, ganz einfach. Man sieht es ja hinten bei meinen Schaubecken, die stehen sowas von klasse, auch unter der LED-Beleuchtung. Natürlich habe ich nicht ganz so dieses Wachstum wie unter T5. Boah, schwierig, ne? Schwierig. schon wahrscheinlich eher T5, auch, wobei wir jetzt auch wissen, dass die T5 natürlich ausstirbt. Die nächsten 1-2 Jahre ist es dann eh vorbei mit T5. Von daher, ja. Ich sag trotzdem immer noch T5. Schön, du startest bei LED und bist am Ende. Nee, aber jetzt habe ich es mir überlegt, das Herz ja, sagt T5. Das ist, mein Herz hängt immer noch an T5, ja. Damit habe ich einfach die besten Erfolge erzielt. Also vor einigen Jahren noch, wo ich alle Becken mit T5 beleuchtet habe. Ich hatte ein Korallenwachstum, das war der Wahnsinn. Ne? Das kriegst du mit LED schwierig so hin. Mhm. Na, das ist einfach so. Also LED muss nachlegen, um dein Herz zu erreichen. Ja,
Ja, aber es ist schon sehr gut reingerutscht mittlerweile, aber es muss noch ein bisschen nachlegen, ja. Okay. Dann die Korallenfrage der Korallenfrage. Oh, jetzt bin ich gespannt. Euphilia Clavrescens? Ja. Oder sag mal Euphilia? Ja. Oder Acropora? Das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Ach, ist das schwierig. Acropora. Okay. Ja, Acropora. Weil ich war schon immer ein Acroporen-Fan. Ich bin auch total für Euphilia. Ich mag Euphilia und ich merke auch, dass ich die letzten Monate immer mehr in die Richtung gerutscht bin, Euphilia. Trotzdem, Acropora ist für mich Nummer 1 und bleibt auch Nummer 1. Mhm. Ja. Ja. Stichwort Nano-Aquaristik, primär Süßwasser. Mhm. Die Nano-Cubes, egal von welcher Firma es sein sollte, oder klassisches Rechteck-Aquarium in Nanomaßen? Oh, naja, mittlerweile gibt es sehr, sehr gute Cubes, muss ich sagen. Also die auch wirklich, wo alles passt. Ne? Nee, doch, da muss ich ehrlich sagen, bin ich schon beim Cube. Mhm. Ne? Weil du hast meistens einen vernünftigen, meistens sage ich, ne? Gibt einen vernünftigen Filter dabei, vernünftige Beleuchtung schon mit dabei. Okay, geht es nicht mehr um die Sets, aber okay, gutes Argument, ja. Ach so, ich dachte, du bist bei Sets. Nee, ich meine tatsächlich wirklich so. Ach so, von der Form an sich. Und was ist dann, wenn du jetzt Nano-Aquarium machst, keine Ahnung, sagen wir mal bis 80 Liter oder sagen wir mal bis 60 Liter. Okay, du bist eher so bei der genau, was Würfelform oder bei einem Rechteck. Genau. Ah, okay. Ist es der Cube, der dich anspricht, oder ist es eher die Rechteckform der Klassiker, sag ich mal? Nee, doch, da bin ich bei Cube. Doch, definitiv. Bin ich auch eher bei Cube, ja. Okay. Genau. App-Steuerung oder analoge Steuerung am Gerät? Analoge Steuerung. Okay. Ja, tatsächlich. Naja. Ja, mich kennt, ich bin jetzt nicht der Allerdümmste, was Technik betrifft, aber manche Sachen fallen mir auch ehrlich gesagt schwer. Also von daher, ich bin schon analoge Steuerung, da kann man nichts groß falsch machen. Ja, analoge Steuerung. Schon. Okay. Dich wird Aquaristik, ja. Komplettsystem oder einzelne Komponenten zusammenstellen? Einzelne Komponenten zusammenstellen. Tatsächlich? Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht erwartet, weil ich dachte, du gehst zum Beispiel auf sehr beliebte Sachen bei uns wie die USC-Systeme, dass du sagst, nee, das ist so gut, dass ich sage, okay, da spare ich mir die Zeit. Ja. Aber dir ist lieber wichtig zu sagen, okay, ich weniger das komplette System einfach so Katze im Sack kaufen, als zu sagen, okay, ich gucke, was will ich wirklich haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen von den Firmen abhängig, weil es gibt wenige Firmen, wo ich sage, da ist das Komplettsystem top. Das würde ich auch so lassen, da würde ich nichts dran machen. Gibt es, wie du gerade sagst, Red Sea ist zum Beispiel so eine Firma, wo ich sagen würde, okay, das passt alles so weit, bis wo ich auch da würde ich sagen, okay, der Abschirmer, der ist jetzt nicht so toll, aber die legen ja jetzt nach, jetzt kommt ja der neue von Red Sea, der wird einschlagen, das weiß ich definitiv. Und von daher, das ist zum Beispiel so ein System, da sage ich, okay, das passt, alles super. Ja. Aber ansonsten wüsste ich wenige Firmen, wo ich sagen würde, da passen alle Komponenten. Also da bin ich eher dabei, mir von jeder Firma die beste Komponente einfach ranzuziehen und mir dann mein System selber zu bauen. Na. Okay, verstehe ich die Antwort. Ja. Hardscape, im Prinzip Meerwasser oder Süßwasser auch. Mhm. Künstlich oder natürlich? Natürlich. Mhm. Eindeutig natürlich. Ja, weil es einfach, meistens sieht man es ja auch einfach. Ne? Also wer genau hinguckt, also gut, mittlerweile ist auch Kunstdekoration so naturgetreu geworden und man kann es manchmal kaum noch auseinanderhalten. Aber trotzdem bin ich definitiv vom Hoch bei naturgetreuer Deko. Ja. Also Naturdeko, ganz einfach. Nicht naturgetreu, sondern Naturdeko, ja. Okay. Definitiv. Zwei Komponentenkleber oder Sekundenkleber? Beides. Beides. Ach, naja, da ist es ein Beides. Da ist es ein Beides, weil ich jedes dieser beiden Sachen für unterschiedliche Sachen anwende. Also. Zwei Komponentenkleber verwende ich halt gerne, wenn ich größere Korallenstöcke irgendwo fixieren möchte. Das kriege ich mit Gelkleber oder Sekundenkleber nicht hin. Das hält einfach nicht. Das kriege ich nicht fest. Das kriege ich mit zwei Komponentenkleber halt super hin. Und wenn ich kleine Fragmente klebe, ne, also Ableger, da nehme ich dann lieber den Gelkleber, Sekundenkleber, weil da kann ich viel schneller irgendwo mal ein kleines Fragment fixieren. Deswegen, das sind zwei verschiedene, Anwendungsmöglichkeiten. Also du kannst die Produkte für dich selbst nicht vergleichen, dass du sagst, ich nutze in dem Fall das, in dem anderen Fall das. Ja, genau, genau. Also beides verwende ich für bestimmte Sachen und von daher nehme ich auch beides. Okay. Na. Algenrefugium oder Fließfilter? Oder beides? Ach, das ist ja auch wieder so eine fiese Frage. Wie war das mit dem Format nochmal? Ja,
Fließfilter. Okay, krass. Ja, da bin ich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ein bisschen meine Meinung geändert. Also ich bin auch nach wie vor noch ein Algenrefugium-Fan und ich habe alle meine Beckenfahren haben Algenrefugium. Aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen die Vorteile des Fließfilters entdeckt und das macht schon total Sinn, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also alleine, dass das Wasser natürlich kristallklar ist, weil ich keine Schwebeteilchen groß im Wasser habe. Aber ich habe auch hinten raus mehr Freude am Aquarium, weil ich einfach diese Dreck- und Mulmansammlungen, die ich im Laufe der Monate und Jahre habe, die habe ich in dem Fall nicht, weil der Fließfilter alles rausholt und dieses typische All-Tank-Syndrom, was viele ja nach ein paar Jahren haben, dass du das, diese Gammelecken und sowas, das verhindert einfach der Fließfilter. Ne? Und also ich bin absoluter Fan von Fließfilter und ja, von daher Fließfilter. Alles klar. Ja. So, Seesterne oder Muscheln? Sowas wie Tridacna, Mördermuscheln? Seesterne oder Muscheln? Ja. Ja, Muscheln. Okay. Eindeutig Muscheln, ja. Seestern ist halt, also ich erstens mag ich total Tridacnas, ne? Da bin ich absoluter Fan davon. Und Seesterne sind auch wunderschön, aber Seestern ist halt immer so eine Sache, ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Also die meisten Meerwasser-Aquarien wissen ja, dass Seesterne nicht ganz so einfach zu halten sind. Von daher, ich verkaufe auch nur noch Arten, die wirklich relativ gut zu halten sind, ne? Wo man wenig Ausfälle hat. Ja, nee, also von daher bin ich schon eher definitiv bei Mördermuscheln, Tridacnas. Okay. Ja. Rost- oder Trockenfutter? Primäraquaristik allgemein. Trockenfutter. Okay. Ja, also bin ich schon eher bei Trockenfutter, weil die mittlerweile so gut geworden sind, die Trockenfuttersorten, dass ich auch Fische damit wirklich artgerecht ernähren kann, auch als Alleinfutter artgerecht ernähren kann. Frostfutter nehme ich natürlich auch, keine Frage, gerade für Fische, die anfänglich nicht an Trockenfutter wollen, die fütter ich erstmal mit Frostfutter, ne? Und gewöhne die so langsam sukzessive an Trockenfutter. Aber an sich bin ich schon eher der Fan von Trockenfutter. Wasserwechsel oder Versorgungssystem? Oder beides? Das heißt nicht entweder und hier. Ach so, ich habe das entweder und verstanden. Entweder und? Nee, okay, dann. Es ist aber auch schwer zu beantworten, muss man ganz ehrlich sagen, weil es vom Becken abhängig ist. Aber an sich schon Versorgungssystem, keine Frage. Okay. Ja, ja, aber es, wie gesagt, es ist immer vom Becken abhängig. Das kann man jetzt, das ist wieder so ein Ja-Nein-Ding. Ein bisschen, ja. Aber du kannst dir einfach dein Becken auch so zusammenstellen, dass du halt auf das eine gehst oder auf das andere das gehst. Das stimmt. Also was wäre da so? Ja, da gebe ich dir recht. Ich kann natürlich ein Becken so einrichten, dass ich entweder mit Wasserwechsel fahre oder mit Versorgungssystem fahre. Wie gesagt, oder auch beides kombinieren. Aber ich bin schon bei Versorgungssystem, definitiv, ja. Okay. Weil ich einfach ein kontinuierlich stabileres Gleichgewicht hinbekomme mit einem Versorgungssystem. Und habe weniger Schwankungen. Ne? Als wenn ich jetzt ein Aquarium mit Wasserwechsel fahre, habe ich schon stärkere Schwankungen ganz einfach von meinen Wasserwerten. Mhm. Ja. Und ein bisschen weniger Aufwand eigentlich auch. Und ein bisschen weniger, also wenn ich jetzt zumindest wenn ich eine Dosierpumpe habe und die das automatisch jeden Tag macht. Wenn ich das natürlich jeden Tag von Hand machen muss, dann ist das auch ein bisschen nervig. Mhm. Aber wenn ich eine Dosierpumpe habe, die das automatisch jeden Tag macht, dann ist das natürlich sehr, sehr entspannt, das Ganze. Und weniger aufwendig, ja. Die letzte Frage für das Video ist, geht Richtung mehr ins Meerwasser, ja. Wildfang oder Nachzucht? Ja, na, definitiv Nachzucht, keine Frage. Ich glaube, jeder ist irgendwo bestrebt, so wenig wie möglich Sachen der Natur zu entnehmen und auf Nachzuchten zu gehen. Das ist bei uns nicht anders. Es gibt halt einfach Sachen, da ist es noch nicht so wirklich machbar. Die kann ich noch nicht nachziehen. Und da bleibt uns nichts weiter übrig, mehr oder weniger so ein bisschen Sachen aus der Natur zu entnehmen. Aber Prämisse ist definitiv Nachzucht auf jeden Fall. Und es wird glücklicherweise ja auch immer besser und immer mehr. Also es wird ja immer mehr nachgezogen. Bei Korallen ist es ja sowieso gar kein Thema. Also Korallen ist ja wirklich jetzt, kann man auch sagen, zu 100% alles Nachzucht. Egal ob jetzt Farmzucht oder wir selber bei uns nachzuchten oder von Kunden. Da geht es ja mehr um die Fische jetzt mit Wildfängen. Hm. Gut, man muss sowas wie Drachyphyllias ja ein bisschen rausnehmen, oder? Das wäre nee, selbst Drachyphyllias werden nachgezogen. Okay, aber es gab doch mindestens eine richtig großpolypige, die nicht geht. Naja, es kommt immer drauf an. Also du kannst mittlerweile auch die ganzen Großpolypischen, die können auch jetzt mittlerweile gefrackt werden oder geteilt werden. Okay. Und natürlich musst du am Anfang immer irgendwo ein Muttertier entnehmen. Ja, das ist klar. Und dann
Aber du kannst mittlerweile eigentlich alle Korallen nachziehen, das ist kein Problem. Weil, wie gesagt, beim Fischen sieht es natürlich noch ein bisschen anders aus. Aber auch da gucken wir, dass wir immer mehr in Richtung Nachzucht gehen. Und das klappt auch eigentlich immer besser. Okay, im Prinzip war es das für diese Ausgabe. Ja. Entweder oder. Das heißt, jetzt seid ihr so ein bisschen am Drücker. Die Idee ist dahinter, quasi das als Fragenformat ab und zu mal reinzustreuen. Ich hoffe, es war auch nicht ganz so schlimm. Das ist halt so ein bisschen mal on to go. Wir gehen durch den Laden und stellen Markus einfach die Fragen gedreht. Gemischt einfach, ne? Mit ein bisschen weniger Aufwand, sage ich mal, verbunden, damit einfach mal nochmal ein fixes Video in der Woche erscheinen kann, wenn wir es doch mal nicht schaffen, was anderes zu produzieren. Und genau, ihr könnt euch quasi in den Kommentaren Fragen ausdenken, entweder oder Fragen, die Markus das nächste Mal in diesem Format beantworten wird. Ja. Ich bin gespannt, auf was ihr so kommen werdet. Ihr könnt ruhig... bin auch sehr... Ihr könnt durch die Bank, ihr könnt alles fragen. Ne? Also ihr müsst jetzt nicht auf süß Meerwasser oder so gehen. Ihr könnt auch persönliche Sachen fragen. Ihr könnt... Also, ne? Ja, also... Kurz nach vorne und dann aber ganz kurz zurück. Moment. Das ist fatal. Ne, aber ihr wisst, was ich meine, beziehungsweise über den Laden an sich könnt ihr Sachen, ihr könnt alles fragen. Der Laden an sich ist auch gut. Ja, genau. Also von daher bin ich auch mega gespannt, was ihr so für Fragen stellt. Ich versuche dann alles zu beantworten. Mal gucken, was zusammenkommt. Aber das Format an sich hat mir auch sehr Spaß gemacht gerade, das können wir wirklich öfter machen. Cool. Ja, von daher würde ich sagen, war es das erstmal für heute mit entweder oder. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten entweder oder. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Würden wir uns sehr freuen. Abonnieren, Instagram abonnieren, wenn möglich oder wenn ihr wollt. Und ja, bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Macht's gut.